Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Eiszeit herrscht zwischen dem Westen und Russland derzeit. Vor einem Jahr hätte sich das wohl niemand vorstellen können, aber wir haben jetzt einen Krieg auf europäischem Boden in der Ukraine und eine Situation zwischen Europa bzw. den USA auf der einen und Russland auf der anderen Seite, die frappant an den Kalten Krieg erinnert. Wo stehen wir in diesem Machtspiel? Sind wir da Marionetten am Gängelband der USA oder andererseits viel zu lasch gegenüber einem Putin, der die Macht Russlands offensichtlich vergrößern will? Und was will eigentlich Putin? Das diskutieren wir heute in der Sendung und ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, Herr Müller. Putin will offensichtlich die Macht Russlands vergrößern, Russland wieder zur Weltmacht machen und erschreckt dabei auch nicht davor zurück, Territorium zu beanspruchen, also tatsächlich auch Land erobern zu wollen. Den Eindruck zumindest hat man jetzt. Wie soll Europa ihn stoppen? Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Dass Russland Interesse hat, seine Machtsphäre zu erweitern, das ist unbestritten. Russland versucht, auf dem ungefähren Gebiet der ehemaligen UdSSR wieder Einfluss zu gewinnen. Ich glaube, darauf beschränkt sich es momentan, seine Machtsphären wieder zu erweitern. Ob daraus ein weltweiter Großmachtanspruch sich ableiten lässt, sei außen vor gestellt. Aber auf jeden Fall eine regionale Macht möchte Russland gerne wieder werden. Aber die Amerikaner haben das gleiche Interesse. Und ich glaube, wir sollten bei aller Betrachtung dieses Konfliktes versuchen, ein neutrales Bild davon zu gewinnen. Nicht den bösen Ivan, der hier die Welt überrennt, sondern zu sehen, dass hier zwei Supermächte, USA und, naja, inzwischen kleinere Macht, Russland, versuchen, ihre Interessenssphären auszuweiten und das mit sehr aggressiven Mitteln. Nur dummerweise tun sie das in unserem Bereich mit Mitteln, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen in unserem Territorium führen. Und die Amerikaner führen hier eine sehr, sehr langwierige geostrategische Agenda durch, die schon viele, viele Jahre alt ist und die jetzt hier in diesen Konflikt gipfelt. Und es war vor Jahren bereits absehbar. Herr Frey, jetzt haben viele Österreicher das Gefühl, dass wir hier am Gängelband der USA stehen und mit diesen Sanktionen gegen Russland, mit dem harten Vorgehen gegen Putin eigentlich deren Interessen und nicht unsere eigenen verfolgen. Die USA spielen eine Nebenrolle in diesem ganzen Konflikt. Das ist ein Konflikt zwischen Europa und Russland. Es ist ein Konflikt über die Länder dazwischen, ein Land wie die Ukraine, die, wo die Menschen einfach selbst gesagt haben, sie haben geschaut, nach Osten geschaut und dann nach Polen geschaut und gesagt haben, wir möchten zu dem Europa gehören. Und als sie das ausgedrückt haben, es war ein chaotischer Volksaufstand, gefolgt von demokratischen Wahlen. Als sie das gesagt haben, das wollen wir, hat Nachbar Russland, der dieses Europa, das liberale, das offene, das demokratische, marktwirtschaftliche Europa ablehnt, weil er auch seine eigene Macht dadurch bedroht sieht, hat er zu militärischen Mitteln gegriffen und einfach seinen Nachbarstaat angegriffen, Gebiete okkupiert. Und damit nicht nur die Ukraine beginnt zu zerstören, sondern auch Europa, diese EU mit all ihren Werten, mit ihrem, all diesen Stärken massiv herauszufordern. Und darauf muss Europa natürlich reagieren. Und das dann zu sagen, das sind irgendwie die USA haben dort keine Interessen. Die USA haben keine bedeutende Rolle. Das ist ein europäischer Konflikt und den muss Europa spüren. Herr Frey, machen Sie Kabarett oder meinen Sie das ernst? Herr Müller. Ich meine es ernst, muss ich gerade sagen, oder? Ja, ich meine es. Ich meine, die Amerikaner jedes Wort haben kein Interesse in der Ukraine. Sie können Witze machen. Die USA ist nicht dort entscheidend engagiert. Und die Ukraine möchte nicht der 51. Staat der USA werden. Die Ukraine möchte am liebsten EU-Mitglied werden. Das wird sicher nicht so leicht gehen. Aber sie wollen zumindest sich Europa zuwenden, weil sie nicht ein autokratisches, nationalistisches, aggressives Russland in dessen Machtbereich sind. Und Europa bietet ihnen Wohlstand, bietet ihnen Sicherheit und dort wollen sie hin. Und wenn sie das nicht akzeptieren, weil sie dieses Europa nicht mögen, dann ist es vielleicht ihre eigene Entscheidung. Erzählen Sie doch nichts, wenn Sie keine Ahnung haben. Ich bin glühender Europäer und ich stütze mich überall, wo ich kann, einführe ein gemeinsames Europa. Und sich nicht drüber lustig machen. Ich liebe Europa. Ich lache mich nicht über Europa lustig. Ich mache mich darüber lustig, dass Sie hier eine Kabarettnummer abziehen. Sie sind, auch, ich glaube, der Letzte, Müller, von dem ich höre, dass Sie der Letzte, von dem ich höre. Herr Müller, Ihr Tonfall ist auf eine Weise skandalös. Wenn Sie mich hier als Kabarett sprechen, was Sie hier tun, ist russische Propaganda. Einfach übernehmen. 1:1.
Ich habe keine russische Propaganda gemacht. Ich habe Herr Freitz, warten wir mal, was Sie haben zu einzubringen. Nehmen Sie es und versuchen, das daraus ein Argument zu machen, was es nicht ist. Sie wissen schon, dass man auch andere ausreden lässt, wenn Sie über skandalöse Methoden reden. Aber ich meine, gesagt zu haben, dass beide Interessen haben. Ich mache keine russische Propaganda, ich bin auch gar kein Freund Putins. Da müssen wir nicht drüber reden, was Putin aber für... Aber Putin verstehe. Kann ich ausreden, bitte? Dankeschön. Wir müssen nicht drüber reden, über was Putin für Geschichten macht. Aber mir geht es darum, eine vernünftige Sicht auf die Dinge zu bekommen, eine neutrale Sicht. Das bedeutet, ich sehe das, was Putin macht, sehr wohl kritisch. Aber ich sehe genau das, was unsere Seite macht, ebenso kritisch. Und das spreche ich Ihnen momentan ab, wenn Sie sagen, die Amerikaner haben keine Interessen. Wir stellen fest, dass die amerikanische Frau Newland, das Video kann jeder im Internet anschauen, sich vor den Vertretern der amerikanischen Ölindustrie stark gemacht hat, dass sie mit mehreren Milliarden den Umsturz in der Ukraine finanziert haben. Wir wissen, dass der jetzige Ministerpräsident Jazenjuk schon vor Jahren eine Stiftung gegründet hat, eine amerikanisch-ukrainische Stiftung. Wenn Sie auf deren Seite gehen, dann finden Sie dort seit Jahren die Finanziers NATO, Chatham House und United States Department. Wir sehen über Jahrzehnte die Einflussnahmen der USA in diesem Bereich. Sie kennen Brzezinski mit Sicherheit. Ich hoffe, Sie haben es gelesen, The Grand Chessboard. Brzezinski ist einer der wichtigsten geostrategischen Berater der US-Präsidenten seit Jimmy Carter bis heute. Was hat das mit der Ukraine zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Das hat mit den Menschen in der Ukraine zu tun, die einfach ihre eigenen Vorstellungen haben, wohin sie wollen. Sie erfinden die Strategie ein geopolitisches Märchen. Sie erfinden ein geopolitisches Märchen, um den Willen und die Wünsche von Menschen, die in Europa sind, einfach ignorieren zu können, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Die sowas behaupten. Sie haben Brzezinski gelesen, hoffe ich. Ist Brzezinski für Sie aber Herr Müller, unsere Zuseher haben es wahrscheinlich nicht gelesen, aber Sie sagen, dass die USA da durchaus Interessen haben. Sie sagen, es ist eine Sache Europas. Herr Voggenhuber, der Herr Frey sagt, es geht da um auf der einen Seite europäische Werte, um Demokratie und auf der anderen Seite um einen Totalitarismus-ähnlichen russischen Zugang. Totalitarismus und sogar eine Art von Faschismus. Und man kann eine es Art aussprechen, von Faschismus, was es das Herr ist. Frey. Es ist das Gesicht des neuen europäischen Faschismus, der hier in Russland mit seinem Nationalismus, Repression, ultrakonservativen, reaktionären Ansichten hier versucht und auch eine aggressive Politik gegenüber seinen Nachbarn. Man muss Europa jetzt seine Werte vertreten gegenüber diesem Russland, auch verteidigen gegenüber diesem Russland. Europa muss überall seine Werte vertreten. Und wenn der Herr Frey Ihnen ein bisschen mehr verpflichtet wäre, dann müssten wir uns hier nicht die Propaganda der NATO anhören. Das ist eine ganz offene Geschichtsfälschung und hat jeder Mensch, der sich mit diesem Konflikt aufmerksam und fair beschäftigt, wird das nur als grotesk empfinden können. Die USA spielen in diesem Konflikt die Hauptrolle. Die Urheberschaft dieses Konflikts liegt nachweisbar beim Westen.